Der Arzt hat gesagt, er braucht dringend Ruhe. Ja, vermutlich hat er ihm auch eine Beruhigungsspritze gegeben. Und außerdem hat er ihm gesagt, dass er sich schonen muss. Sonst kriegt er doch noch ein Herz, Kaspar. Ich habe mich entschlossen, die Leitung von Linie Clarisse wieder selbst zu übernehmen. Ach, das kommt zwar etwas plötzlich, aber es ist eine großartige Idee. Los, hinterher! Bist du verrückt geworden? Halt sofort an! Aber die Medikamente! Scheiß drauf! Du bringst uns in den Knast! Halt an! Ja, aber... Start mal los! Du kannst nicht einfach an der Polizeikontrolle vorbeirasen. Was denkst du denn dabei? Ich hab doch gedacht, ich tu dir einen Gefallen, wenn wir die Polizei abhängen. Wieso das denn? Ja, wegen der Medikamente. Ja, was soll denn mit den Medikamenten sein? Die hast du doch aus dem Krankenhaus geklaut. Aus dem Krankenhaus? Wovon redest du eigentlich? Ich mach dir doch gar keinen Vorwurf. Ich find's doch gut, dass du die Medikamente raus aus dem Wagen! Aber langsam! Ja, mach schon, da willst du richtig Ärger kriegen. Und was soll dieser Fetzen beweisen? Jetzt beruhige dich doch. Ich hab dir doch gar nichts vorgeworfen. Du hast mir nichts vorgeworfen. Du willst nur nicht mehr, dass ich für dich arbeite. Aber du warst doch vorhin selbst erleichtert, dass ich die Geschäftsführung wieder übernehme. Da kann ich den Grund dafür auch noch nicht. Ich fürchte einfach, dass du der Aufgabe nicht gewachsen bist. Sonst wäre so etwas nicht passiert. Und wenn Tanja das alles eingefädelt hat? Warum sollte sie das tun? Um mich aus der Firma zu verdrängen. Ja, um dich besser hinters Licht führen zu können. Sie weiß doch, dass du noch nicht richtig eingearbeitet bist. Das redest du dir ein. Ich musste diese Entscheidung treffen, so leid es mir tut. Und deshalb werde ich in Zukunft enger mit Tanja zusammenarbeiten. Dann brauchst du mich ja auch nicht mehr. Charlie, jetzt bitte versuch mich doch zu verstehen. Tanja scheint mir einfach die bessere Geschäftsfrau zu sein. Also die bessere Intrigantin ist sie bestimmt. Nimm das doch nicht persönlich. Das hat doch nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Natürlich nicht. Wenn du dich nur erinnern könntest. Haben Sie den Führerschein auf dem Jahrmarkt geschossen? Ich fahre noch nicht so lange. Trotzdem werden Sie doch wohl wissen, dass man anhalten muss, wenn die Polizei einen stoppt. So ein Führerschein auf Probe ist sonst nämlich ruckzuck wieder weg. Mein Gott, sie hat sich einfach erschreckt. Wieso? Wir tun der Dame doch nichts. Sie hat eben noch nie eine Polizeikontrolle mitgemacht. Außerdem ist sie auch noch nie so einen großen Transporter gefahren. Das hat doch damit nichts zu tun. Sie war eben sowieso schon nervös. Und dann hat sie ja noch verschaltet, das Getriebe hatte kracht und dann hat sie eben aufs Gas und auf die Bremse gedrückt. Sie haben Glück. Ich will noch mal ein Auge zudrücken. Danke, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Könnte ich dann bitte noch sehen, was Sie hinten drin haben? Ja, einen Moment. Das sind Medikamente. Warten Sie, hier die Papiere dazu. Möchten Sie, dass ich die Kartons öffne? Schon gut. Ja, dann wünsche ich noch gute Fahrt. Aber ganz langsam, ja? Ganz langsam, versprochen. Kopf weg! Hey, Kathi. Beifahrer. So, stimmt so. Oh, danke. Hi. Hi. Wie geht's? Okay, danke. Und selber? Naja, könnte besser sein. Was macht eine Jessica? Wieso fragst du sie nicht gleich selber? Naja, dann mach's mal gut. Wir sehen uns. Bist du soweit? Ja, klar.
Gib's zu. Du liebst sie immer noch. Das Thema ist für mich erledigt. Ein für alle Mal. Es wird nicht mehr lange dauern und Clarissa und Charlie kriegen sich endgültig in die Haare. Und dann? Dann reiße ich Melini Clarisse ganz unter den Nagel. Ob das so leicht sein wird? Wieso denn nicht? Ich erzähle Clarissa einfach, dass es für Linie Clarisse total schlecht aussieht, weil Charlie alles runtergewirtschaftet hat. Und wahrscheinlich wird sie mich dann anflehen, dass ich ihre 50% kaufe. Tja, aber was machst du, wenn sie dahinter kommt, dass Linie Clarisse doch ganz gut läuft? Naja, das Unternehmen kann sich doch wie durch ein Wunder ganz plötzlich erholen. Dank meines genialen Managements. Würdest du mir bitte mal erklären, was das Ganze eigentlich soll? Wieso hast du mich herbestellt? Willst du dich erst einmal setzen? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich weiß, dass ich dir sehr wehgetan habe. Und ich bedauere das zutiefst. Ja, und? Was erwartest du von mir? Dass ich dir meinen Segen gebe für die Hochzeit mit Jessica. Mir ist klar geworden, dass es sehr dumm von mir war, dich zu verlassen. Und, was hat das zu bedeuten? Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Willst du meine Frau werden? Aber so weit waren wir doch schon mal. Du hast doch alles zerstört. Ich weiß, wir waren schon einmal an diesem Punkt, bevor ich dich so verletzt habe. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir beide noch einmal von vorne anfangen können. Du bist die Frau meines Lebens, Eva. Ich habe einen großen Fehler begangen. Ja, Alexander. Verzeihst du mir? Wirst du meine Frau? Könntest du mir vielleicht endlich mal sagen, was das mit Alexander sollte? Habt ihr euch gestritten? Lass mich los. Blöde Frage. Natürlich habt ihr euch gestritten, sonst hättet ihr miteinander geredet. Walter ist gerade eingeschlafen. Jessica, ich hab dir ja gleich gesagt, dein Plan ist keine gute Idee. Könntet ihr beiden mir freundlicherweise verraten, was eigentlich los ist? Ja, also, Jessica hat ihre Heirat mit Alexander abgesagt. Was? Ja, aber wieso? Ich meine, ihr wart doch total glücklich. Ja, ich verstehe das Ganze ja auch so nicht. Aber Oma, du weißt ganz genau, dass es wegen des Kinderheims ist. Was hat denn deine Heirat mit dem Kinderheim zu tun? Wenn Alexander Eva heiratet, dann hat seine Familie wieder genügend Geld, um das Heim zu unterhalten. Sonst muss es geschlossen werden. Was? Und deswegen lässt du deine Heirat mit Alexander platzen? Ich glaube, ich spinne. Sein Vater hat es mir erklärt. Wenn die Kinder eine Zukunft haben sollen, muss ich Alexander freigeben. Oh Mann, ich fasse es einfach nicht. Und das alles wegen diesem blöden Kinderheim. Das ist kein blödes Kinderheim. Für die Kinder ist das ihr Zuhause. Trotzdem. Sollen die Kleinen vielleicht auf die Straße geschickt werden? Schon gut. Hast du es Papa schon erzählt? Der darf auf keinen Fall davon erfahren. Der wird sich nur wieder aufregen. Und nach dem Herzanfall wäre das Gift für ihn. Er wird sowieso irgendwann mitkriegen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du es ihm erzählst. Okay, ich mische mich da auch nicht ein. Nacht. Gute Nacht, mein Junge.
Hallo, Frau Lamas. Hier ist Barbara von Sterneck. Ich wollte nur sagen, dass Kathi ihre Schulsachen vergessen hat. Ja, aber die braucht sie doch in der Schule heute. Ich dachte, sie hätte bei Jackie übernachtet. Nein? Ach, da muss ich das falsch verstanden haben. Nein, 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 es ist alles in Ordnung. Nein, kein Problem, danke. Auf Wiederhören. Oh, Charlie. Ist Arno da? Ja, in der Küche. Arno? Du hast Besuch. Ich geh schon mal nach oben, mich umziehen. Charlie. Entschuldige bitte. Na, alles klar? Ach, Arno. Ich kann nicht mehr. Komm. Was ist denn nun wieder passiert? Hm? Ach, seit Wochen, seit Monaten kümmere ich mich um Clarissas Geschäfte und jetzt hat sie mir gestern die Vollmacht entzogen. Ach ja? Na, vielleicht hat sie das Gefühl, die Dinge allmählich wieder alleine in den Griff zu bekommen. Das hat sie sicherlich. Aber mit ihrer Leichtgläubigkeit ist sie drauf und dran, Tanja auf den Leim zu gehen. Weißt du, Charlie, ich habe beschlossen, unter alles, was Clarissa betrifft, einen Schlussstrich zu ziehen. Oh, Clarissa ist drauf und dran, eine Riesendummheit zu begehen. Du bist ihre einzige Rettung. Wir müssen Clarissa schützen. Nein, Charlie, ich will mich da nicht mehr einmischen. Arno, es ist Zeit, du musst dich endlich anziehen. Kommst du bitte? Ja, komm. Ein Kaffee noch? Ich war so fest davon überzeugt, dass du mir hilfst. Charlie. Danke. Bitte. Sag mal, ist dir an Kathi in der letzten Zeit irgendwas Besonderes aufgefallen? Nein, warum? Ich habe nämlich gerade herausgefunden, dass sie gar nicht bei Jackie übernachtet hat. Ja, und? Ja, sie hat mich angeschwindelt. Ja, was meinst du, wo sie dann übernachtet hat? Vielleicht bei einem Freund? Ich habe keine Ahnung, deswegen bin ich ja so unruhig. Ach, mach dir mal keine Sorgen. Sie hat bestimmt nur ihre Pläne geändert. Hätte sie mir ja Bescheid sagen können. Hi. Hallo. Hallo. Hallo, ihr zwei. Wo warst du eigentlich gestern Nacht? Ich? Auf jeden Fall nicht bei Jackie. Das habe ich schon gemerkt. Ich war mit Nils in Rotterdam. Wie bitte? Wissen Sie eigentlich, was ich mir für Sorgen gemacht habe, als ich gemerkt habe, dass Kathi gar nicht bei Jackie übernachtet? Du hast mir hinterher spioniert? Aber nein, ich habe zufällig deine Schultasche in deinem Zimmer gefunden und da habe ich Frau Lamas angerufen, weil ich dachte, du brauchst die Bücher. Wie kommen Sie dazu, meine Tochter zum Schwänzen zu überreden? Ja, das war eigentlich so. Nils kann überhaupt nichts dafür. Ich habe ihn überredet, mich mitzunehmen. Außerdem, was regst du dich hier so auf? Ich kann machen, was ich will. Ich bin schließlich 18. Sag doch auch mal was. Mein Gott. Wenn es nicht zur Gewohnheit wird. Es hätte sonst was passieren können. Es ist aber nichts passiert. Nils und Kathi sind gesund wieder hier. Oder? Und kein Wort zu Papa über Alexander und mich, okay? Okay, okay. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass du es Papa sagen solltest. Hallo, Papa. Gut geschlafen? Hallo, Papa. Hallo. Ja, ich habe ganz gut geschlafen. Ich fühle mich auch schon fast wieder gesund. Du musst dich aber noch schonen. Ach, klar, mach ich schon. Es ist ja sehr schön, dich hier zu sehen, aber vermisst dein Alexander dich nicht langsam? Doch. Aber er versteht auch, dass ich hier sein will, jetzt wo Nick im Krankenhaus ist. Das ist lieb von dir. Ja, Alexander kommt auch mal ganz gut ohne mich zurecht. Hat er eigentlich das Aufgebot schon bestellt? Das Aufgebot? Also, wir haben die Hochzeit bis auf Weiteres verschoben. Was? Wieso das denn?
Ja, wir wollen erst mal warten, bis Nick gesund ist. Ohne ihn wäre es doch eine traurige Hochzeit. Jessica, ich hätte es nie gewagt, euch darum zu bitten, aber jetzt, wo du es selbst vorgeschlagen hast, muss ich sagen, ich bin über eure Entscheidung sehr, sehr glücklich. Ja, unsere Jessica ist eine sehr rücksichtsvolle Person. Ich finde, Jessica hat recht. Wir wären doch alle nicht wirklich glücklich gewesen auf der Hochzeit ohne Nick. Oder? Seht ihr das anders? Nick wird die Hochzeit viel schöner. Ich glaube auch, dass wir mit der Hochzeit so lange warten können, bis Nick wieder gesund ist. Oh, verdammt, ich bin spät dran. Ich muss los. Tschüss alle zusammen. Tschüss, tschüss Papa. Papa. Und lass es ruhig angehen, ja? Du hattest recht. Wir sagen ihm besser nichts. Der kippt sonst aus den Latschen. Unsinn. Clarissa hat sich für mich entschieden, weil ich einfach die bessere Geschäftsfrau bin. Und das hat sie als Profi schnell gemerkt. Ach komm, Profi. Das war sie vor ihrem Gedächtnisverlust. Clarissa hat Fähigkeiten, von denen sich gesunde Menschen einiges abschauen könnten. Du übrigens auch. Denn die Verluste, meine Liebe, gehen auf dein Konto. Linie Clarisse hat im vergangenen Jahr nicht mehr, aber auch nicht weniger Gewinne gemacht als in den Jahren zuvor. Von Bilanzen scheinst du ja überhaupt keine Ahnung zu haben. Im Gegensatz zu Clarissa. Wenn die bei Sinnen wäre, würde sie dir nicht ihre Firma anvertrauen. Und sie wäre dir auch auf deinen Bluff mit den verhunzten Kleidern nicht reingefallen. Clarissa hat das Geschäft besser im Griff, als du vielleicht annimmst. Und ihre neuerdings so ruhige und besonnene Art hilft ihr bei den Entscheidungen ganz enorm. Soll ich dir was sagen? Du nutzt ihre gesundheitliche Situation schamlos für deine Zwecke aus. Was machst du denn hier? Sie muss sehr verletzt sein, wenn sie mich nicht mal mehr grüßt. Womit hast du sie denn verletzt? Ich habe ihr die Vollmacht für meine Firma entzogen. Oh mein Gott, die Ärmste. Ach, es war sicher sehr hart für sie. Aber glaub mir, das ist das Beste. Und das ist der Letzte. Wenn die ausgeliefert sind, dann brauche ich sie heute nicht mehr. Gut? Herr Prozeski, guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Wie geht es, Nick? Unverändert, er liegt immer noch im Koma. Ja, das ist wirklich furchtbar. So ein junger Mensch. Sie haben es auch nicht leicht in der letzten Zeit, was? Naja, es ist gut, in so schwierigen Zeiten eine Familie zu haben, die zusammenhält. Das sagen Sie ein wahres Wort. Jessica hat sogar ihre Hochzeit verschoben. Sie will damit warten, bis Nick wieder gesund ist. Das ist sehr rücksichtsvoll von ihr. Ich denke, sie wäre aber auch gar nicht in der Stimmung, selber zu feiern, oder? Sie liebt ihren Bruder sehr und wenn er wieder gesund ist, dann feiern wir eine richtige Traumhochzeit. Ich werde das organisieren. Ja. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Wir müssen auch los. Bist du soweit? Mhm. Ja, dann schöne Grüße an die Familie und gute Besserung für Nick. Danke. Auf Wiedersehen. Wenn wir alle Probleme so angehen wie besprochen, ist Linie Clarisse bald aus den roten Zahlen raus. Das hängt ganz davon ab, wie die Sommerkollektion ankommen wird. Bestimmt sehr gut. Da bin ich ganz zuversichtlich. Was würde ich nur ohne dich machen, Tanja? Danke. Du brauchst mir nicht zu danken. Wäre doch gelacht, wenn wir beide Linie Clarisse nicht wieder auf Vordermann brächten. Hoffentlich. Und was Charlie anbelangt, wenn die Übernahme der Geschäftsleitung dir irgendwie noch zu früh erscheint, ich kann gerne für dich einspringen. Das würdest du tun? Ja, klar. Das wäre doch in unser beiderseitigem Interesse. Das ist lieb von dir. Ich werde drüber nachdenken. Mach das. Nein, es war ja alles ganz anders, als wir gedacht haben. Ja. Ja, okay dann. Okay. Tschüss. Ja? Oh, hi Nils. Sorry, wenn ich störe, aber ich wollte dir unbedingt was zeigen. Die Polizei hat die Täter gefasst, die im Krankenhaus die Medikamente gestohlen haben. Zwei Drogensüchtige. Mensch, Nils, es tut mir ja so leid, dass ich gedacht habe, dass du was mit dem Diebstahl zu tun hast. Ich denke, ich werde das gerade noch verkraften können. Bist du also nicht sauer auf mich? Nein, aber ich habe was bei dir gut. Okay, abgemacht. Du musst morgen mit mir ausreiten. Mir bleibt ja wohl keine andere Wahl, stimmt's?
Stimmt. Danke, Nils. Du bist echt cool. Wann soll ich dich wieder abholen? Ich weiß nicht, wann wir fertig sind. Ich bin mit Barbara zum Arbeiten verabredet, aber ich kann mir ein Taxi nehmen. Ach, das kommt gar nicht in Frage. Ruf mich an, wenn ihr fertig seid. Hm? Okay, Liebes. Tschüss. Clarissa. Du hier? Ich war bei Tanja. Geschäfte? Ausgerechnet mit Tanja? Warum nicht? Du weißt natürlich nicht mehr, wozu sie in der Lage ist. Bitte, Arno, lass mich in Ruhe. Ich weiß, was ich tue. Lass dich von Tanja nicht ausnutzen. Ich sorge mich um dich. Genau, das tust du eben nicht. Bitte, Clarissa. Nach allem, was zwischen uns war, du wirst mir nie gleichgültig sein. Du weißt es auch. Schon zurück? Ja, es war nicht so schlimm heute. Dann hast du ja noch Zeit, dich auszuruhen. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Oh, danke, lieb von dir. Sag mal, Mutter, interessiert dich das wirklich, wie diese arme Frau hier sich aus Eifersucht umgebracht hat und was ihre letzten Worte waren? Das entspannt mich halt, Walter. Also, du tust gerade so, als ob du diese Zeitschrift nie lesen würdest. Ich lese aber nur den Sportteil. Ah, hier. Erschossener Bierkönig. Liegt immer noch im Kühlfach. Also, du kannst nachher die Zeitung selber lesen, ja? Moment mal. Traumhochzeit. Alexander von Deinburg-Thalbach und Eva von Waller-Schönfeld geben sich bald das Jawort. Ich werde es nicht zulassen, dass sie meine Familie zerstören. Du bist eine kalte, egoistische, berechnende Lügnerin.